Oh je! Wieder jemanden verzaubert. Nein, wartet! Ihr habt nicht das Aussehen von jemandem, der ihren Zauberei erlegen ist. Keine Nymphe reinlegen, zu schlau! Die Nymphe, Bodynock, der Pixie oder Terrari? Ach, nichts fangen lassen von kleinen Nymphen wie Elf jetzt gehen können. Nee. Keine Nymphe reinlegen. Zu schlau. Mein Name ist Terrari. Ich bin ein Druide aus dem Hain der Wälder von Niewitter. Und wer seid ihr? Name Rapunzel. Arbeiten für Arvil. Euch finden. Dann stehe ich bei Arvil und Schuld. Ich wünsche nur, ich wäre bei meiner Mission zur Rettung des Geistes der Wälder ein Stück weitergekommen. Was erfahren haben. Ich bin nicht sehr weit gekommen, da die anderen die Tiere nicht kommunizieren, hielt ich die Nymphe für eine gute Informationsquelle. Sie mögen zwar flatterhaft sein, allerdings dachte ich, dass ihre Gedanken stark genug wären, um dem Wahnsinn des Geistes zu widerstehen. Zunächst ging ich zu diesem Haus, wo mir diese bestimmte Nymphe von früher, bekannt war. In- und auswendig. Quasi. Ich meine, sie schien erfreut, mich zu sehen. Sehr sogar. Ich hoffte, einige Informationen von ihr zu erhalten und, naja, in ihr Haus gehen zu müssen. Warum ein Haus? Irgendwo im Hinterkopf fragte ich mich, warum sie mich eigentlich nicht beim Namen nannte, obwohl wir uns schon so lange kennen. Es erschien mir merkwürdig. Und glücklicherweise konnte ich nicht klar denken. Ich dachte einfach, dass ich mit ihr fertig würde. Als wir an das Haus gingen, schlug sie vor, ich solle mich entkleiden. Und während ich das tat, wirkte sie einen Zauber auf mich. Frauen immer wissen, wie Männer rumkriegen. Das nächste, was ich wusste, war, dass ich hier eingesperrt war und nicht entkommen konnte. Dem Nymphe hat mir nichts getan, aber sie lässt mich einfach nicht gehen. Wenn sie ins Zimmer kommt, wirkt sie irgendeinen Zauber und wenn ich später aufwache, kann ich mich an nichts mehr erinnern. Jetzt, da ihr mich befreit habt, muss ich in den Hain zurück, um mit den anderen Druiden über den Geist der Wälder zu sprechen. Vielleicht haben die anderen mehr herausgefunden als ich. Ich versuche zu helfen, was wissen über Geist der Wälder. Keine Ahnung warum, aber der Geist ist wahnsinnig und steckt den Wald an. Sogar die Nymphen sind betroffen, also muss der Wahnsinn eine mächtige Wurzel haben. Bodynock, mit Wurzeln kennst du dich doch aus. Vielleicht ist es ja eine Art Rottwurz. Hm? Ja, da musst du doch was gegen tun. Magisches Feuer? Fackel den Wald ab. Naja, Folgendes weiß ich allerdings. Erreichen muss man einen Weg finden, durch das Becken zu gelangen, welches der benutzt, um den Wald zu betreten oder zu verlassen. Die Nymphe erwähnte, dass der Geist recht lange nicht mehr hier gewesen ist, bevor sie den Zauber wirkte. Erzählen von Becken. Das Becken ist eine Art Eingang zu einem anderen Reich, wo der Geist für gewöhnlich lebt. Ich habe allerdings keine Ahnung, wie das andere Reich aussieht. Was heißt... Nichts gehen im Becken. Kein lebendiges Wesen kann durch das Portal gehen und in das andere Reich gelangen. So sagen zumindest einige der älteren Geschichten meines Volkes. Die Geschichten sagen, dass das Portal trenne das Reich des Todes. Der Geist des Waldes verfügt über eine Art Halbleben und kann daher durch das Portal gehen. Wir können es jedoch nicht. Jetzt gehen, selber schaffen? Ich schaffe es allein. Ich treffe euch dann im Druidenhain. Nochmals vielen Dank und alles Gute. Ja, auf Wiedersehen, Terrari. Tschüssi. Verschwindest du jetzt hier einfach? Hallo? Wahrscheinlich. Was passiert? Wo bin ich? Ich muss meine Familie finden. Was ist denn jetzt wieder? Oh! Da ist jemand gestorben. Einfach so. Das ist ja krass. Ja? Was wollt ihr? Ich muss meine Familie finden. Du hast gerade jemanden umgebracht. Kann das sein? Das lässt sich leicht bewerkstelligen. Die Arbeit ist getan. Danke. Harlock, eine Nymphe. Sehr schön. Brauchen wir das? Das braucht mir für irgendetwas. Fragt mich jetzt gerade aber akut nicht für etwas. Wir looten hier drin. Yay, klopfen. Können wir die nächste Truhe selber aufmachen.
Terrari ist immer noch da, aber den werden wir wahrscheinlich dann wirklich im Hain treffen. Hier ist noch eine Türe. Und ich glaube, dann haben wir wirklich alle Türen abgeklappert. Was? Okay, Vorratskammer. Auch eine Nymphe hat Vorratskammer, Vorratskammern, in denen halbe Kühe hängen. Und Fässer mit Gurken wahrscheinlich. Spreewaldgurken. Also die sehen ja komisch aus, sind ein bisschen zu rot für meinen Geschmack. Rote Spreewaldgurken. Ich glaube, die mag ich nicht so. Die schmecken immer so komisch nach Tomate. Und Gurken, die nach Tomate schmecken, ich weiß nicht. Muss jetzt nicht sein. So. Wir wissen von der Nymphe, wo wir hingehen müssen. Die Frage ist, gehen wir davor noch in diese Höhle, die wir gesehen haben? Es wäre ja irgendwie sinnvoll, ne? Bodylock. Gut. Was ist denn da hinten? Ach, da ist die Höhle. Ja, okay. Dann werden wir die Höhle doch einmal aufsuchen, die Höhle des Löwen. Höhle. Ja, die ist bezeichnet mit Höhle. Und bevor wir sie betreten, werden wir was tun? Große Quizfrage, richtig. Richtig, wir werden speichern. Und ich muss schon vorwarnen, diese Sequenz in Höhlen. Die Sequenz gefällt mir sehr gut. Also auch diese Art Rätsel später. Oh nee, Atacop. Hast du keinen Faden? Halt! Ach! Ich glaube, die sind relativ gemein. Ach nee, das ist leicht. Atterköppe sind zwar nicht sehr intelligent, aber ich glaube, das haben wir schon gelesen. Fallensteller und so. Magisches Geschoss. Ja. Verletzt schon. Okay. Es scheint eine Spinnenhöhle zu sein. Ich glaube, Atterköppe sind immer mit Spinnen und so weiter zugange. Dieser Atterkopf ist jedenfalls tot. Und wieso ist der Teil der Karte schon aufgedeckt? Hier ist wirklich ein Spinnenkokon. Malan kümmert sich hier schon um eine Spinne, glaube ich. Jetzt zaubern wir doch gleich ein Schwert, das sich auch um diese Spinne kümmern kann. Und ich sehe einen Gang. Seitenspinnenhose. Lecker. Und Gold von einem... Oh, nee, diese Spinne. Gut. Magisches Geschoss. Drei Stück gleich. Oh nee. Die ist krank. Vergiftet. Das ist natürlich nicht schön. Wenn wir diese Spinne auch besiegt haben, dann werden wir natürlich sofort, sobald wie möglich, nochmal rasten. Zaubert er da eigentlich immer Cooles? So, in die Nähe des... Oh nee, das ist... Die müssen wahrscheinlich... Cool. Genial. Super Zauber hat er drauf, muss ich schon sagen. Sieht einfach nur cool aus. Und müsste gleich ausreichen, um uns ein bisschen Luft zu verschaffen, damit wir rasten können. Für mehr Isaacs Geschosshagel. Magisch. Hallo. Ah ja, und Malani hat es überstanden. Dann können wir ja gleich mit ihr reden und nochmal sie heilen. Ach nee, sie heilt ja sowieso schon. So. Mein lieber Freund. Geht's jetzt weiter? Wo sollen wir denn weitergehen? Ich weiß gerade gar nicht, was wir in der Höhle sollen, ehrlich gesagt. Hier ist noch ein Kokon. So rein vom Storytelling wären wir jetzt eigentlich sofort auf den Weg zum Taufbecken, sag ich mal, zu diesem Wasserbecken gegangen. Aber da wir ja so viel wie möglich entdecken wollen, sind wir jetzt eben in dieser Höhle. Yeah, der Geist von Kaninchenbär.
Nummer 5623. Wow. Sieht cool aus. Haben wir noch einen Wissenstrank? Ich glaube nicht. Schnelligkeit, katzenhafte Anmut. Nee, Verschlagenheit des Fuchses. Nee. Können wir die vielleicht so identifizieren? Nö, schade. Gut, dann halt nicht. Oh, hier sind viele Kokons. Waren wir da jetzt überall dran? Ich glaube schon, oder? Ja, gehen wir mal weiter. Wir gucken mal, dass wir die Höhle vielleicht noch gegrast bekommen. Sofern hier nicht irgendwie eine zweite Ebene folgt oder so. So, die Spinnen hier hat Malani, glaube ich, schon wieder gemacht. Da machen wir nochmal Shengans Klingel. Weil es so schön war. Wow, ein Alexandrit. Sehr schön. Können wir unsere Kette ja vervollständigen. Die schwächste Kette im Glied. Schwächste Glied in der Kette heißt es, ne? Ich rede. Oh, wie sie alle auf Malani gehen, um sie einzufangen wie eine Fliege. Das ist nicht nett. So. Ah ne, Shengans Klinge, mit der möchte ich nicht reden. Ich möchte mit Malani. Malani, Malani, wo ist deine Hitbox? Hier. So, hier, füttern. Ich frage mich, wenn wir sie kraulen, ob dann die Krankheit weggeht. Nö. Wäre interessant gewesen. Kann ich sie heilen? Fertigkeiten. Nö. Huch. Okay. So geht das, die Art der Heilung natürlich auch. Wir schicken sie kurz ins Feenreich oder wo immer diese Pixies auch herkommen und holen sie zurück und zack ist sie geheilt, weil sie, weiß ich nicht, Muttis Eintopf gegessen hat oder so. Läschen, Läschen, was haben die Läschen dabei? Eisschleuderkugeln. Nein, danke. Noch eine Leiche. Oh, 9 Goldmünzen, die nehme ich doch. Wir haben inzwischen Gold erhalten. Sind aber noch nicht bei 6000 angelangt. Das ist natürlich ein bisschen... Wow! Wir haben ihn einmal getroffen und er wird gleich verletzt. Ich bin beeindruckt. So, Shengan, die Klinge ist nicht mehr da. Mal gucken, ob wir von oben herabzaubern können. So, komm. Eigentlich mal ein bisschen Kopf los, damit du deine Gefährten nicht wieder alles alleine machen. Und die Klinge läuft so nah. Wir kommen tatsächlich von oben nach unten zu, das finde ich sehr schön. Die Spinne ist schon tot. Oh, dann war es falsch ausgesucht. Und jetzt die da. Und Malani ist schon wieder verletzt, krank. Was weiß ich. Den Zauber finde ich cool, diese fliegenden Flammenklingen. Nicht schlecht, Bodinok, nicht schlecht. So, oh, Überreste. Wieder meine Seidendrüsen-Dings. Hat er zwischen seinen Zähnen. Ich persönlich nehme ja immer einen Zahnstocher, aber wenn er Goldmünzen nimmt, um sich irgendwie Dreck aus den Zähnen zu machen. Bitteschön. Oh, was ist das? Ich will das gar nicht wissen. Eine Ätherspinne. Herzlichen Glückwunsch. Ach, macht das schon mal unter euch aus, Jungs und Mädels. Ich suche hier noch ein bisschen weiter.